Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Rudolf Erhard. Ich habe das Vergnügen, Sie als Moderator, nicht im Dunkeln, aber im Lichte stehen zu dürfen, Sie durch diese Veranstaltung zu führen. Gewalt und Zivilcourage unter besonderer Berücksichtigung der Phänomene Mobbing und Cybermobbing. Das hat sich das gesellschaftspolitische Forum des Lions-Clubs Übersee Forum am Chiemsee heute als Programm auserkoren. Ich finde eine gute Idee, ein gutes Engagement und ich finde den Ort hier auch toll, wo das stattfindet. Es ist so ein offener Raum. Zweier Männer bedeutet zweimal die Möglichkeit, getötet zu werden.
deshalb bitte ich Sie um absolute Ruhe. Selbstverteidigung, Kampfsport, indem man genau nicht in diese Richtung geht, sondern wirklich durch Tatenübungen eben versucht, solche Situationen eben ja, zu schlichten. Ja. Und es ist natürlich für die Sportler auch in Zukunft ganz, ganz wichtig, dass die versuchen, mit ja, sowas umgehen zu können. Weil man es eigentlich nirgendwo ja, eben durchführt und nirgendwo mitkriegt, wie ein Sportlehrer eben mit sowas umgehen kann. Ja. Wir können ja später bei der Podiumsdiskussion noch etwas mehr reden, auch über die Politik des Kampfsports, über Aggressoren. Gerade auch was Sportunterricht anbelangt, Sport ist ja dann auch nach Schulsport, kann auch aggressionsabbauend wirken. Ja, natürlich auf jeden Fall. Und gerade ein Sportlehrer, der wirklich, sagen wir mal, ein bisschen improvisieren kann, kann mit den einfachsten Mitteln, mit Matten, mit also Weichbodenmatten, mit Medizinbällen ganz, ganz hervorragende Spielformen machen und dementsprechend auch Schüler ja, zu, ja, sagen wir mal, neutralisieren, die zum Teil auch wirklich sagen wir mal, über ein gewisses Gewaltpotenzial verfügen. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Und dieser Gedanke Kampfsport, also muss nicht überall mit dabei sein. Ja. Gut, herzlichen Dank. Nochmal einen großen Applaus. Für